was ich am allerschlimmsten finde, ist, dass wir durch dieses Fehlen einer großen Menge bei diesem Aufruf, den sicher viele gehört haben, dass wir uns eigentlich nicht vorstellen können, wie das im Ausland wirkt. Und ich habe jetzt die ganze Zeit darüber nachgedacht, wie ist das möglich? Und ich bin der Meinung, uns geht es zu gut, weil wir hinter Frontex sitzen alle, in einer Festung, und was sich nähert, wird dem Tod preisgegeben. Da war ein deutsches Aufsichtsschiff auf dem Meer, die verhindern sollten, dass es eine Völkerwanderung nach Europa gibt, von Afrika aus, als der Libyen-Krieg war. Und die haben in der Nähe die Hilferufe erlebt und haben nicht gehalten, sondern sind weitergefahren. Die sind ertrunken, die Leute. Und das ist Deutschland jetzt. Und das wird eher bekannt in den anderen Medien als bei uns, wird es totgeschwiegen. Aber wer Frontex kennt, der weiß, warum es uns hier noch so nett gut geht. Das heißt, die schießen an den Grenzen, die verhaften die Schleuser, und in Griechenland werden die gestapelt, weil sie nicht weitergehen dürfen, denn Deutschland will sie nicht haben. Und es ist alles unerträglich, was wir machen. Und wie lange wollen wir das noch machen? Also ich weiß auch nicht. Ich schäme mich immer, das ist mir noch gut mit einer kleinen Rente.